Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oh, die Patrouille hat uns auch gesehen. Was ist das? Ich bin hier, um meine Inventargefährten zu retten, aber sie sind schon befreit. Ein Zauberer hat versucht, sie seinem Wind zu unterwerfen. Ich habe seinen bösen Machen schon ein Ende gesetzt. Deshalb haben sie mir zu verdanken, Brenno, ihr Befreier der versklavten Inventare zu euren Diensten. Der Zauberer, der eure Gefährten gebunden hat, beleidigte mich. Ich habe sein Leben ein Ende bereitet. Nehmen wir die zwei. Ha, der Fleischling hält viel auf sich. Eure Taten verdienen eine Belohnung. Das mag wie ein gewöhnlicher Stein aussehen, aber er verfügt über große Kräfte. Damit könnt ihr jede Verderbnis oder Verunreinigung im Wasser beseitigen, egal wie schlimm. Ein wahrlich großer Schatz, danke. Ich hatte mir eher einen Saphir erhofft, der so groß ist wie mein Kopf, aber damit komme ich wohl auch aus. Lebt wohl, vergesst nicht, dass ihr meinen Freunden unter dem Wasser, dass ihr einen Freund unter dem Wasservolk habt, für immer. Au! Skrung ist tot und wird die Holzritter nicht mehr länger unterstützen. Oh. Ein hübscher Dolch, eine Robe und ein Heiltrank. Kälteschutzrobe. Reinigungsstein. Immun gegen Gift und Krankheit. Und das ist Wut der Elemente. Ein hübscher Dolch. Okay, ich glaube, jetzt sind hier alle angepisst. Time to end you. Let's see how long you last against me. To battle. For the shining lady. I'll recover. Ja, zwei Heiltränke wieder für Dorn. Schlagen. Ich bin nicht hilflos, greift mich an und ich stecke euch zurück in euer Grab. Ihr wollt, dass ich euch schlage? Sehr wohl, wenn ihr darauf besteht. Wartet, wir haben keinen Grund zu kämpfen. Ihr habt zwei Köpfe und nicht einen nützlichen Gedanken darin. Ich bin nicht euer Feind, ihr verdammter Hornochse. Ihr mich stechen mit hellen Leuchtedingern, eure Schädel essen ich werde. Ich bin nicht derjenige, der auf euch eingestochen hat. Ihr seid vor langer Zeit gestorben. Mein Schädel mag zwar für die meisten, die eine Mahlzeit draus machen möchten, ein köstlicher Leckerbissen sein, doch ich fürchte, ihr würdet diese Graumfreude nicht genießen können, da ihr Geist seid. Ich tot? Euer Körper ist es, aber euer Geist wandelt noch hier. Habt ihr eine Vermutung, warum das so sein könnte? Das kann jedem mal passieren. Regt euch nicht allzu sehr darüber auf. Für einen toten Riesen scheint ihr mir noch ziemlich lebendig zu sein. Warum ist das so? Was meint ihr? Im Kampf ich Keule fallen lassen. Gute Keule aus Beinknochen. Von Opi kann ich gehen ohne Keule. Moment mal, ihr habt eure Keule von eurem Opi bekommen oder ist sie tatsächlich aus eurem... Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Will Keule zurückhaben. Wenn ich die Keule des Etin finde. Looks like we're here. Place the barrel, quickly. Da sind wir. Platziert schnell das Fass. Nichts an der Höhlendecke deutet auf irgendwelche Schwächen hin, aber wenn der Steinwünschelrute zu trauen ist, könnte es eine verheerende Wirkung auf die Verteidigung von Drachenspeer haben, wenn man hier das Fass mit Busch aufstellen würde. Das Fass aufstellen. Kein Grund zum Schlagen, ich suche immer noch nach eurer Keule. Ich
hätte aber eigentlich auch erwartet, dass ich hier irgendwo das Gift verwenden müsste. Turin Bleichbrecherin ist noch... Halt! Identify yourself! Halt! Sagt mir, wer ihr seid. Ich bin Benway, der Held von Baldur's Tor. Ich bin wegen einer dringenden Kreuzzugangelegenheit hier. Sieht nur, ich habe Kellerswappen. Verstehe, und könnt ihr mir auch sagen, worum es bei dieser Angelegenheit geht? Lieber nicht, würde ich sagen. Wissen kann gefährlich sein. Es wäre besser für euch, wenn ich es nicht erzähle. So viel ist sicher. Verstehe, also gut, mein Herr, ihr dürft passieren. Möge das Licht der Dame stets auf euch scheinen. Ich kann die Höhen unter Burg Drachenspeer betreten. Aha. Der Verlorene. Kisten schieben. Wichtige Ereignisse. Ah ja, dafür muss ich wahrscheinlich in die Höhlen unter Drachenspeer kommen. Aber das machen wir nachher. Gucken wir erst nochmal hier rein, ob jetzt hier die Ethinkeule rumliegt. Nur zu fragen. Yep, jetzt können wir den Ethin plündern und ihm die Keule abnehmen. Das ist ein Knochen. Ethinkeule plus 1. Diese Keule sei aus einem einzigen riesigen Ballknochen gefertigt. Sie ist so unheimlich, wie sie schwer ist. In den Händen eines Riesen würden sie eine ausgezeichnete Waffe abgeben. Ja. Ja, wie ihr wünscht. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ihr braucht nur zu fragen. Bin ich mal gespannt, ob mich hier im Vorratslager jetzt alle hassen, nachdem ich hier oben alle getötet habe. Seht ihr, glaube ich. Achso, das sind Glühwürmchen. I love dungeons. They're usually bursting with gold. Okay, die Kreuzritterpatrouille hat keine Probleme mit uns. Das heißt, die haben hier oben nicht mitgekriegt, dass ich die anderen da getötet habe. Haben die hier genauso wenig. Gut. Also, dann gehen wir wieder rüber zu Kanaglym. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ihr braucht nur zu fragen. Weiß nicht genau, soll das ein Zwerg sein oder ein Ork? Für mich sieht es irgendwie eher aus wie ein Ork. Ihr werft die Körper der verlorenen Seelen in den Abgrund und seht, wie sie im Grau verschwinden. Ein stiller Blitz aus spiritueller Energie wird immer dann sichtbar, wenn ein Körper die Schwelle zur Vogelebene überquert. Wir spüren den Sog der Vogelebene. Kämpft dich dagegen an, sie wird euch dorthin bringen, wo ihr hin müsst. Mögt ihr auf der anderen Seite Frieden finden. Dieses Portal zum Jenseits direkt hinter euch könnte etwas damit zu tun haben. Eure Bemühungen verdienen eine Belohnung. Ich wünschte, wir könnten euch mehr bieten als nur so Dankeschön. Geht in Frieden. Ja, die krepieren. Wir haben Erfahrungspunkte.
können immer noch nichts mit dir anfangen. Nö, dann bleibst du halt da. Okay. Wie ihr wünscht. So, das heißt, wir können wieder hoch zum Oger. Ihm seine Keule geben. Dann gehen wir das Wasser vergiften. Hoffen, dass sich dadurch mal unser Ruf verschlechtert. Weil wir haben einen viel zu guten Ruf mit 18. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. So, bin ich mal gespannt, wie groß es... Hier ist es gar nicht mal so groß. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, Oger. Verschwendet, Mensch, ich nicht mit euch sprechen. Wer seid ihr? Was you care? You out of cage, we in cage, eh? Whatever. Me Slug, leader of Ogre Band. We live in caves, go outside caves, take what we need, kill who we want. It good life. Was soll ich das scheren? Ihr nicht in Käfig, wir in Käfig. Egal. Ich, Slug, Anführer von Ogre. Wir leben in Höhle, gehen aus Höhle raus, nehmen was wir brauchen, töten wen wir wollen. Gutes Leben. Klingt danach. Slug, bester Bandit im Wald, findet viel Gold, hat starke Gefährtin. Dann kommen Strahlende, verjagen uns aus Tunnel, töten einige, fangen uns. Eine tragische und herz- und heutzutage nur allzu allgegenwärtige Geschichte. Vielleicht können wir einander helfen. Ich habe früher in diesen Tunneln gelebt, ja, vielleicht könnt ihr mir helfen. Der beste Bandit im Hochmoor steckt in einem Käfig fest. Lächerlich, viel Glück, Ogre. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Inwiefern? Wenn ich euch befreie, könnt ihr mich durch die Tunnel führen, die einst euer Zuhause waren? Ihr seid in einem Käfig, ich nicht. Ich könnte euch befreien, wenn ihr meinen Preis zahlt. Was ist nur über mich gefahren, dass ich gedacht habe, eine Kreatur wie ihr könnte mir helfen? Lebt wohl, Ogre. Nehmen wir dir eins. Warum Slug Vertrauen, Mensch? Leute wie ihr mich einsperren. Kleine Rassen, fies und listig. Das ist leider allzu oft da war, aber wir haben dasselbe Ziel. Die Zerstörung des Kreuzzugs. Wir können doch sicher zusammen gegen einen gemeinsamen Feind arbeiten. Ihr könnt hier bleiben und verrotten oder meine Hilfe annehmen. Wollt ihr hier raus oder nicht? Ich strecke meine Hand helfend entgegen und ihr schlagt sie weg. So sei es. Genießt eure Gefangenschaft, Ogre, denn das werde ich auf jeden Fall mit meiner Freiheit tun. Nehmt ihr die zwei. Lasst erst Ogre frei, dann Slug helfen. Ich muss einen Weg finden, die Ogre zu befreien. Mhm. Kreuzritterbogenschützen und Söldner. I say we rest more, then we work harder. Rest make better work. How that possible? Rest more mean less time for work.
Ich sage, wir ruhen mehr, dann arbeiten härter. Ruhe sorgt für bessere Arbeit. Wie soll das gehen? Mehr Ruhe bedeutet weniger Zeit für Arbeit. Happy worker is more Happy worker is happier. Happier, better, betroer. Zufriedener Arbeiter ist Produkt. Zufriedener Arbeiter ist zufriedener. Zufriedener ist besser. Betroer. Wer bist du? Was hast du zu sagen? Hey, was ist das? Söldner in der Nähe der Burg? Was ich tue, tue ich für die Ehre, nicht für Gold. Söldner, nein, ich diene der strahlenden Dame. Ihr seht hier, ich trage ihr Siegel. Habt ihr ein Problem damit? Ich bin euer Dienstepriester. Nehmen wir die zwei. Dann glaubt ihr so wahrhaftig an der Sache der Dame. Vergebt mir, Freund. Ich habe euch zu schroff beurteilt und vergessen, dass die Dame jeden willkommen heißt, der guten Glaubens ist, ungeachtet seiner vergangenen Taten oder ihrer Erscheinung. Die Linie zwischen Rechtschaffen und Voreingenommen ist äußerst schmal. Wir müssen standhaft bei unseren Bemühungen bleiben, sie nicht zu überschreiten. Ich umarme die Philosophie der Dame, so wie sie selbst mich umarmt hat.